Ich bin auch unzufrieden, weil sie alle wohl fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Miteinander soll das sein heute. Und wenn jeder ein Haar angeht und vielleicht eine kleine Message mitgekriegt hat, das Leben einfach so schön sein kann, wenn man es so richtig anschaut. Und ich wünsche einfach von jedem einen schönen Abend und ich hoffe, ihr bleibt so lange, so wie möglich ist, wie es heute möglich ist. Unser Star, Sandra Clemenschied. Oh, der war aber schlecht, Sandra. Du stehst da wie ein Kühlschrank. Das ist schon ein bisschen mehr. Es geht voll heiß zur Sache hier in meiner Mannschaft. Ich kann, das spürst du eigentlich nicht. Ich kann, weil ich eine Verletzung in meinem Kopf habe. Das sind die Zwillingsschwestern, oder? Nur am Saufen, du. Nur am Saufen. Das ist privat. Da darf nicht gekündigt werden. Auf das Handy und die Busse und auf die ja. Charity-Veranstaltung. Alles ich Gute. Ich trinke auf alle Spielerinnen, die da sind. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Essen, Thai und österreichische Küsse. Es konnte nicht bis jetzt. Küsse? Österreichische Küche. Drei Gläser Sekt. Zwei Gläser Sekt Orange. Zwei Red Bull. Und ja, und es folgen noch mehrere. Und ein Schluck an. Was? Noch. Also ich muss gerne von 5 Stunden, das habe ich schon lange nicht mehr gespielt und schaut sich an, ich bin gefallen. Ja. So, nein, ich bin wahnsinnig Hunger. Also ich hoffe, es gibt was Kleines zum Essen. Und Durst. Und wenn ich an die Dani denke, dann sage ich heute hier in die Runde schaue, dann sage ich, die Dani hat sicher keine Lücke hinterlassen. Dani hat extrem viel Leidenschaft, Positives für den Tennissport und für das Leben hinterlassen. Und da möchte ich einen kurzen Applaus für die Dani geben. Du hast versucht, Revanche zu nehmen, zum Beispiel gegen die Marion Haroschka. Ich denke an das Finale 96, glaube ich, war es in Auckland. Ist die Revanche gelungen? Ja. Mensch, sie hat ein unglaubliches Herz. Ich weiß nicht genau, wie es steht, aber ich glaube, es schaut ganz gut aus. Gut. Guter Aufschlag gewesen, kann man nichts machen. Also sonst sehen wir den nicht so. Das war halt für einen guten Zweck. Ja. Betty! Direkt gegen sie gespielt, oder was? Den habe ich früher nicht erwischt. Der hat eingeschlagen links und rechts, ich habe keinen Zucker gemacht. Hast du schon mal Tennis gespielt? Ja. Singen bin ich einer der Besten auf dem Planeten. Du lachst. Ist aber so. Hallo, Evi, Christi. Hi. Bist du nervös? Bist du nervös? Ja, total. Echt? Wahnsinn. Was für Team bist du, Evi? Ja, das habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Nein, es ist eine Katastrophe. Du hast eine Bombe vor Seit 10 Jahren habe ich nicht gespielt. Ich habe sie dreimal daneben geschlagen beim Return. Die haben schon Urlaub gehabt. Also was soll jetzt mehr komischerweise hat. Und ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie heute halt zur Explosion kommt. Danke. Bitte. Explosion werden wir natürlich verfolgen. Ich wollte gerade sagen, bitte gut aufpassen. Ja, und Highspeed einschalten, weil sonst geht man es gar nicht. Die Stärken überwiegen, muss ich sagen. Ja, hat man gesehen. Die Stärken überwiegen. So weit habe ich jetzt auch mal so. Nein, ich war wahnsinnig Hunger. Also ich hoffe, es gibt das gleich zum Essen. Sie schon. Und Durst. Ja. Ja. Also Mädels, nächstes Mal müssen wir ein bisschen mehr vorbereiten, gell? Ja, ja. Und wenn man rechnet, wie viele Kilometer ich laufe während eines Matches, dann bin ich natürlich sehr viel wert. Und kein Geburtstag natürlich ohne Geburtstagsständchen. Herausgestohlen sozusagen, um heute hier Tennis zu spielen, in Erinnerung an die Dani mit der Sandy. Was hast du für Eindrücke von diesem Tag? Ja, es war
fantastischer Tag, denke ich. Er ist ja noch nicht zu Ende. Ich denke, das ist der gemütliche Teil jetzt des Tages. Ich bin auch etwas müde. Ich habe schon lange mal 5 Stunden Tennis gespielt, aber es freut mich selber, so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen heute an diesem Tag und dass so viele Leute einfach das Projekt unterstützen. Du hast damals in deiner noch aktiven Zeit sehr, sehr viel gemacht auf der WTA-Tour. Da ist sehr, sehr viel Geld zusammengekommen, sehr, sehr viele gute Gedanken sind zusammengekommen. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Was ist da zurückgekommen von den Spielerinnen? Ja, das war damals in Paris bei den French Open, wo ich diesen Spendenaufruf gestartet habe. Ich war sehr überrascht, wie viel Geld eigentlich zusammengekommen ist. Vor allem von Spielerinnen, wo ich das eigentlich nicht erwartet hätte, dass sie das unterstützen. Menschlichkeit her, solche Sachen wie diese Charity zu unterstützen, glaube ich, ist im Spitzensport sehr viel vorhanden, ist auf der Tennistour sehr viel vorhanden. Also das geht in verschiedene Richtungen. Jetzt hier eben für die Dani, aber die meisten Spitzenspieler unterstützen irgendeine Organisation. Das ist natürlich was. Also. Wir können nur sagen, herzlichen Dank, Barbara Schmidt. Bravo. Und ich habe also wie gesagt im Jänner 2007 die Organisation zur Bekämpfung dieser bösartigen Krankheit übernommen. Und durch die berühmte Unterstützung der Medien wurde eine rasche, eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gesetzt. Und dass Sante heute hier den Geburtstag feiern kann, verdankt sie all jenen, die uns unterstützt haben. Ja, also das ist unglaublich. Die verdienen jetzt einen wirklich Applaus. Ich möchte vielleicht nur kurz die Gelegenheit wahrnehmen und einfach Danke sagen. Ihnen allen, den Sponsoren, den Spielerinnen, die das möglich gemacht haben, aber ein ganz besonderes und großes Dankeschön dir, liebe Sandra. Ich denke, du hast in einer für dich unwahrscheinlich belasteten Lebenssituation viel Ohnmacht, viel Traurigkeit, viel körperliche und seelische Schmerzen erfahren müssen. Und es hat Gott sei Dank Menschen um dich herum gegeben, die dir nicht nur Kraft gegeben haben, die auch mit dir und mit deiner Familie Leid und Hoffnung geteilt haben. Und dass du so ein ehrgeiziges und kraftvolles Menschenkind bist, dazu möchte ich dir von ganzem Herzen gratulieren. Und ich denke, es zeigt an heutigen Tag, dass du mit dieser innigen Verbundenheit und liebevollen Verbundenheit mit deiner Schwester Dani diesen heutigen Tag so gestaltet hast und auch diesen heutigen Abend. Dafür auch von mir persönlich, wo ich euch seit ganz kleine Kinder kenne, meine ganz persönliche Hochachtung und Wertschätzung. Dir, deiner Mutter, dem Gerald Mandl und alle jenen, die heute auch da sind, die dich so unterstützt haben. Ihnen allen meinen herzlichen Dank im Zusammenhang auch mit ihrer Spende.